So, hallo zusammen und willkommen nach langer Zeit wieder mal mit Craiova, wo es weitergeht. Und wir haben die zweite Runde überstanden, einigermaßen. Da sage ich euch nachher noch genau, wie wir das geschafft haben. Und ich will jetzt einfach gleich mal starten mit der dritten Runde. Und das ist natürlich ein sehr schwerer Gegner. Wir sehen auch hier die restlichen Begegnungen. In der Quali-Gruppe hier, da wären einige leichtere Gegner dabei gewesen, aber wir haben Piräus erwischt. Das wird definitiv richtig sportlich und von dem her, ja, wir hoffen das Beste und befürchten das Schlimmste, wie immer. Aber wir sind gleichwertig, das heißt, wenn wir einen guten Tag erwischen, kann alles passieren. Wir legen gleich mal los. So, wir legen los. Und im Endeffekt geht es tatsächlich jetzt darum zu sehen, so lange wie möglich halt unsere Chancen am Leben zu halten. Das heißt, auch wenn wir verlieren, vielleicht mit keiner so großen Tordifferenz, aber warten wir es mal ab. Wir machen jetzt mal eine ganz kurze Pause, dass ich euch mal kurz was zeige. Und zwar Aufstellung musste ich ein bisschen korrigieren. Ich habe wirklich Probleme mit der Frische. Ihr seht es hier schon. Diese Doppelbelastung macht extrem Probleme. Dementsprechend ist jetzt Cook draußen geblieben, weil der nach 10, 15 Minuten schon im Bereich 50, 40 ist und dann hat der fast keine Wirkung mehr dort. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt Joao Linton rausgetan habe und deswegen startet jetzt Petersen. Das ist aber auch in guter Form. Also das passt. Und so weit habe ich wirklich auch in der Liga komplett rotieren müssen, weil irgendwie diese Doppelbelastung nicht funktioniert. Das ist einmal, ich habe immer so das Gefühl, es gibt so Phasen, da funktioniert es besser. Aber jetzt, Anfang der Saison, muss ich sagen, ist das hier wirklich schwer. Und man sieht auch hier die komplette Frische, die ganze Mannschaft ist eigentlich nicht wirklich frisch. Bis auf jetzt hier Suttermin, der wirklich verletzt und dann nur jetzt eine Woche mal gespielt hat, kurz. Ansonsten alle zwar noch einigermaßen, aber über die Länge des Spiels habe ich etliche Kandidaten, die ausgetauscht werden müssen. Drum sieht jetzt die Aufstellung ein bisschen anders aus. Ja, das war es dann aber auch schon. Ansonsten gleiche Aufstellung, immer klassisch 4-4-2, langweilig wie immer. Ja, und dann schauen wir mal, wie wir uns jetzt schlagen. Der leichten Ball verloren. Das sind wieder so super Fouls von hinten in die Hacken rein. Völlig unnötig. Was man jetzt schon sagen kann, wir spielen sehr unsauber. Okay. Wir grätschen und Lala bekommt die erste gelbe. Jetzt vielleicht mal Younes. Ja, das war gut. Das wäre die Lösung über die Seite wieder mal in die Box. Und der Konter sitzt. Leider sitzt der Konter und zwar sehr gut gemacht. Wir sehen auch Sokratis. Wahnsinn, was das für eine Mannschaft ist. Ja, gut gespielt. Schlecht verteidigt. Wahnsinn. Okay, da muss man auch dann sagen, das ist gut gemacht. Und jetzt ist halt frühzeitig schon das passiert, was wir nicht wollten, aber noch ist alles in Ordnung. Aber wir haben kaum Aktien im Spiel, wir verlieren wirklich die Bälle ganz leicht. Schlechte Pässe und jetzt gibt es die gelbe für uns. Für Mata auch nicht ideal. Generell bin ich ein bisschen enttäuscht von ihm. Auch wenn er jetzt schon ins Alter gekommen ist, habe ich eigentlich gedacht, dass es mehr bringt. Riesenchance hier für die Griechen. Ja, nächstes Foul.
Jetzt mal vielleicht nächster Versuch. Und wieder. Idee gut, Umsetzung vorne schlecht. Und der Konter, abseits. So, Moukoko jetzt mal. Jawohl. Und der Ausgleich. Einmal durchgekämpft, wunderbar. Und Petersen macht den Ausgleich. Enorm wichtiges Tor. Und der ist wirklich vormäßig vom Bankdrücker in die Startelf gerutscht und macht es wirklich gut. Ich werde euch nachher noch zeigen, wie die anderen Spiele gelaufen sind in der Liga und so weiter. Hat er sehr gut gemacht. Wieder Petersen. Moukoko verliert den Ball leider. Das wäre jetzt aber auch gelbwürdig. So, wieder Petersen. Gut gemacht. Gimenez jetzt mal über außen nochmal. Ja, also wir kriegen jetzt doch mehr Aktien im Spiel. Eieieiei. War das Hand? Ja, wahrscheinlich. Oh, das war aber auch grob. So, hoffentlich gehen wir jetzt so in die Pause, das wäre wichtig. Also, es reicht. Ausgeglichene Partie, kein schönes Spiel, aber entscheidend ist, wir haben tatsächlich den Ausgleich gemacht und Mata ist wirklich, weiß nicht, was mit dem los ist. Auch hier Zweikampf, unglaublich miese Werte. Ich meine, ist jetzt nicht so wichtig, aber das bedeutet auch, dass an ihm jeder vorbeiläuft in der Rückwärtsbewegung dementsprechend. Durchaus bedenklich. Ja. Dann sehen wir jetzt hier Julian Green wenigstens 49. Und auch die anderen Werte eigentlich noch einigermaßen. Und der wird jetzt auch übernehmen für Mata. Hat auch in der Liga schon mehr gespielt. Und vor allem auch durchgespielt dementsprechend. Mehr machen wir jetzt auch nicht. Retzos tut sich schwer in der Verteidigung, aber ja, ich glaube, gegen das Tor kann man nichts machen. Das war einfach gut gemacht. Und dann machen wir so weiter. Ja, Moukoko verliert viele Bälle vorne. Sehr ungewöhnlich. Das sieht man auch jetzt. Ein unglaublich talentierter Spieler und auch ein sehr guter Spieler, aber es gibt so Spiele, wo er überhaupt nicht stattfindet. Jetzt mal guter Versuch. Vielleicht hat das auch was mit seiner fehlenden Erfahrung zu tun, dass das dann auch sich auswirkt. So, jetzt mal Petersen. Guter Pass auf Younes. Sehr gut. Eieiei, da hätte ich jetzt gerne Elfmeter gehabt, aber dafür war es zu wenig. Jetzt der Konter. Zum Glück nicht gefährlich. Ei, wir können nicht stoppen. Elfmeter. Ja, wir können ihn nicht stoppen und dann müssen wir ihn stoppen und dann ist es eine klare Elfmetersache. Leider, leider, muss ich sagen. Leider. Kommen viel zu spät und dann natürlich ist das die allerschlechteste Lösung, aber kann man nichts mehr ändern daran. Younes jetzt mal wieder. Moukoko, ja, es kommt nicht durch. Nächste Möglichkeit, jetzt wird es echt hektisch. Ah ja, ja, nächster Konter. Oh, wow, 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 wow. Und es geht weiter.
So, jetzt wird es ein bisschen wirklich hektisch da hinten und Rezos muss erlöst werden jetzt. Das bringt alles nichts. Hat auch die großen Anteile am zweiten Tor, aber ja. Der Fehler passiert eigentlich schon vorher. Eigentlich Grigic muss da eigentlich schon stoppen und ihn nicht durchlaufen lassen. Das heißt, der Innenverteidiger war dann zum Schluss eh nur noch derjenige, der dann das Unumgängliche machen sollte. Also 73. Die Frage stellt sich, wir versuchen es. Wir bringen Joelinton für Moukoko. Vielleicht haben die zwei da vorne jetzt doch noch die Möglichkeit, den Ausgleich zu machen. Und Marcelo grätscht mal wieder. Nächste gelbe. Hat auch was Problematisches mit dem Rückspiel zu tun. Also wir sollten da auch ein bisschen aufpassen. Und noch wichtiger wäre jetzt, sich jetzt nicht das dritte Tor einzufangen. Das wäre jetzt natürlich eine Katastrophe. Abseits. Oh nein, er läuft raus. Das sind so Aktionen. Der Torhüter läuft raus, hebt das Abseits auf. Ideal gemacht. Younes Mal, der eigentlich gut gemacht hat bis jetzt das Spiel. Wieder Abseits. Kommt wieder raus. Ah, das war eine gute Idee von Petersen. So, Joelinton jetzt mal, leider mit einem Foul. So, Zeit läuft uns davon. Können relativ wenig ausrichten. Wieder abseits. Generell bis jetzt gut mitgehalten, aber einfach zu wenig Torchancen. Wieder die Grätsche. Schlechter Pass. Jetzt mal Joelinton. Ja, da wäre mehr drin gewesen. Also, wir spielen ordentlich, verlieren dann leider auch durch ein wunderschönes Tor und einfach durch dann auch unsere Unfähigkeit in der Verteidigung, dass wir da einfach an den Elfmeter nicht vorbeikam. Wirklich schade. Aber wie gesagt, für mich der stärkste Gegner. Und ich glaube, das könnte durchaus auch dann schon eine Nummer zu hoch sein für uns. Aber wir haben noch das Rückspiel, müssen halt dann versuchen, alles anders zu machen. Wir schauen uns mal kurz die Mannschaft an. Ja, das ist schon Wahnsinn. Unglaublich. Ja, also ich sag mal, bis auf den Außenverteidiger sind das natürlich alle Spieler, die uns dann doch überlegen sind. Auf der anderen Seite habe ich jetzt das nicht so gesehen im Spiel, sondern eher im Spiel das gesehen, dass wir mit unserer Verteidigung einfach es nicht gut gemacht haben und ich vielleicht auch den Fehler gemacht habe, dass ich tatsächlich gedacht habe, dass Rezos das schafft in der Innenverteidigung. Im Nachhinein kann man sich natürlich da vieles schön oder auch schlimm reden, aber ich gehe davon aus, es war keine gute Idee meinerseits. Und im Rückspiel bleibt er jetzt auch draußen definitiv. Aber muss wahrscheinlich dann in der Liga wieder spielen, damit Cook dann einigermaßen frisch ist. Das heißt, ich werde in der Liga, ja, in den sauren Apfel beißen und wahrscheinlich mit Rezos spielen, der mir dann wahrscheinlich auch nicht viel mehr bringen wird wie heute, gehe ich mal von aus. Ja, wunderbar. Also dann stoppen wir jetzt ganz kurz. Dann schauen wir uns mal hier an. Viele Sachen, die ich einfach nicht mehr lese. Ist schon im Privatbereich, was mit den Aktien los ist, das ist auch immer wichtig. Also Lazio 13% Gewinn, das ist sehr gut. Dann verkaufen wir die 2050 Aktien. Wunderbar. Galatasaray am Boden fällt weiter, also eigentlich gut zum Kaufen.
Und Man City 20% Verlust. Da würde ich eher da wieder was kaufen. Schauen wir mal. Genau, 1000 Aktien dazu. Also, das ist jetzt eine sehr gute Möglichkeit hier. Ihr seht, die Aktie ist komplett im Keller. Von 248 auf 190 runter. Das heißt, die wird auch definitiv wieder in dem Bereich irgendwann landen. Und dann sind mal locker 30, 40% Gewinn drin mit einer Aktie. Und das kann relativ schnell gehen. Also von dem her, ja, mache ich mir jetzt da gar keine Sorgen. Ist eine gute Aktie. So wie sie ist, das ist eigentlich der ideale Punkt, um Aktien zu kaufen. Großer Verein, auch wie Galatasaray, komplett am Boden. Das kann nur gut werden. Müsst halt nur ein bisschen warten. So. Retsos ist jetzt natürlich auch formmäßig mal wieder komplett im Keller nach so einer Leistung. Das ist auch zwei schlechte Spiele oder ein schlechtes Spiel und schon ist alles dahin. Dann glaube ich, werden wir mit Schlotterbeck dann in die Liga gehen. Das wäre mal eine Idee, dass der auch zu seinen Minuten kommt. Und ja, ein bisschen rotieren. Wunderbar. Also, dann nochmal kurz zu der Thematik, was eigentlich passiert ist seit dem letzten Video, weil es schon sehr lange her. Wir hatten das Spiel gegen Bukarest, das haben wir 3-0 gewonnen. Petersen kam rein als Joker, macht zwei Tore, super gespielt. Dann daraufhin hat er dann die Chance bekommen, im Rückspiel gegen Solna zu spielen und hat natürlich dann auch das 1:0 gemacht. Das war enorm wichtig, dementsprechend dann die zweite Runde überstanden. Dann gab es das Ligaspiel gegen Botoşani. Da sehen wir hier einmal glänzte sogar Mata mit einem Tor, Freistoßtor und ansonsten Joalinton und Petersen wieder. Also man sieht Petersen drei Spiele hintereinander und jetzt auch wieder gegen Piräus gebracht und der macht das Tor. Das heißt, ich werde auch definitiv ihn jetzt gegen Jasch schonen und im Rückspiel auch wieder bringen. Dann schauen wir mal, vielleicht kann er ja doch noch für das Weiterkommen sorgen. Das wäre doch was. Okay, wunderbar. Also, dann nochmal ein Blick auf die Liga. Wie sieht es da aus? 5 Spieltage oder 6 Spieltage sind um. Ne, 5 Spieltage sind um. So. 4 Siege, eine Niederlage, 12 Punkte. Das heißt, wir sind eigentlich sehr gut dabei. Wir werden wahrscheinlich in der Liga auch eher keine Probleme bekommen, sagen wir es mal so. Wenn wir jetzt hier sehen, dass Arad jetzt die Liga führt, man sieht sich hier den Kader an. Also, ich glaube nicht, dass wir da große Probleme haben. Aber es gibt immer noch FCSB, die noch einen sehr guten Kader haben. Es gibt immer noch Dynamo, Cluj auf jeden Fall. Also die üblichen Verdächtigen werden dann doch, man sieht auch hier die Kaderbreite auf jeden Fall. Da muss ich sagen, das sind vor allem diese großen Vereine mir schon ein bisschen voraus. Aber qualitativ würde ich mal sagen, sind sie mir nicht voraus. Aber ja, es sind schon einige Spieler, die durchaus interessant wären für mich. Aber noch brauchen wir sie nicht. So, wunderbar. Also, dann würde ich sagen, das ist jetzt mal ein ganz kurzes Blitzvideo gewesen und dann hoffe ich mal, dass wir tatsächlich die nächste Runde schaffen. Quali für die Champions League wäre natürlich Wahnsinn. Obwohl man dann natürlich sagen muss, dann wird es natürlich richtig schwer in der Gruppenphase. Aber dann ist alles möglich. Also, dann ist man immer als Außenseiter da und jetzt ist plötzlich das Bild weg. Warum auch immer. Und schon ist es wieder da. Okay, kurzes Blackout. Wie gesagt, als Außenseiter, es gibt nichts Besseres, als Champions League zu spielen, als schwächste Mannschaft in der Gruppenphase. Das macht einfach am allermeisten Spaß, weil man erwartet nichts und dann kommt zum Schluss immer das meiste raus. Also als Favorit oder so in die Champions League zu gehen, ist immer schwierig. Darum sage ich, Underdog ist immer angenehmer zum Zocken. Wunderbar. Also, ich würde sagen, jetzt machen wir auch mal Schluss. Ich wünsche euch
Alles Gute, viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt mehr Zeit wie ich mit dem Spielen und dass eure Ergebnisse auch passen. Und wenn ihr gerne irgendetwas wissen möchtet, irgendetwas, wo ich kurze Videos machen kann, das geht immer. Oder ich versuche zumindest dann, euch kurze Videos zu machen, falls euch irgendetwas interessiert, könnt ihr es gerne in die Kommentare setzen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Dementsprechend dürft ihr das gerne machen. Und was mich auf jeden Fall freut, dass etliche sich jetzt melden über die Kommentare, dass sie das Spiel kaufen wollen oder dass sie wieder anfangen zu zocken. Das finde ich super. Freut mich wirklich. Und ja, desto mehr wieder dieses Spiel beleben, desto besser ist es. Alles klar. Also, wir sehen uns und hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Ciao, ciao.